Hallo, ihr seid hier bei Amelies Rezensionen und heute möchte ich mit euch über negative Rezensionen sprechen. Oh je. Ich möchte heute ein Thema anschneiden, das mich in meiner YouTube, ja, besonders in meiner YouTube-Laufbahn sehr stark begleitet hat. Allerdings auch in meiner Blogger-Laufzeit, so ein bisschen von beidem. Und das ist eben negative Rezensionen. Ich bin von Anfang an jemand gewesen, der sehr viel negative Rezensionen gemacht hat. Was heißt sehr viel? Ich habe einfach, wenn ich ein Buch schlecht fand, habe ich gesagt, dass ich es schlecht finde. Und ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Genauso habe ich, wenn ich ein Buch gut fand, gesagt, dass ich das Buch gut finde, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das ist einfach, das hält sich die Waage. Ja. Ja, ich habe im Bookcircle so ein bisschen den Ruf Book Terminator weg. obwohl ich eigentlich nichts mache. Ich mache einfach nichts. Ich habe sogar die ganzen Bookcircle-Bücher gar nicht irgendwie rezensiert oder sowas, sondern ich habe einfach in den, ja, meine Meinung gesagt. Und meine Meinung ist halt oft, dass das Buch nicht gut ist. Ich möchte dazu sagen, dass das einfach damit zusammenhängt, wie lange und wie viel ich einfach gelesen habe im Leben schon. Ich habe jetzt, ich glaube, 6 Jahre lang intensiv Jugendbücher gelesen. Und zwar wirklich so um die 100 Jugendbücher im Jahr. Und damit meine ich nicht Bücher im Jahr, sondern ich meine Jugendbücher im Jahr. Ich habe eigentlich alles gelesen, was es so gibt. Alles Großes. Deshalb finde ich es immer so lustig, wenn Leute sagen, so heute stelle ich meine Buchreihen vor, die ich nicht gelesen habe, wo alle anderen sagen so, oh mein Gott, die hast du noch nicht gelesen. Und ich denke mir immer nur so, solche Bücher gibt es bei mir nicht. Ja, deshalb merkt man aber auch irgendwann so gewisse Raster und man ist einfach gewisse Dinge irgendwann leid. Und man erkennt auch oft, wenn bestimmte Bücher, ja, bestimmte Themen von anderen Büchern so ein wenig nachahmen. Ja, ich möchte anfangen mit einem Kommentar, den ich irgendwann bekommen habe, vor ein paar Monaten tatsächlich. Das war zu einem Buch, zu einem ersten Band einer Reihe und dieser Kommentar hat einfach komplett zusammengefasst, was ich hasse, wenn ich negative Rezensionen gedreht habe. Und was ich dann mir in den Kommentaren anhören muss, wo ich mir immer so denke, ich würde den Leuten am liebsten so richtig die Meinung sagen. Aber dann denke ich mir so, nein, Amelie, Zen Power. Ja, ich habe in dem Video wirklich, es war sogar eins meiner harmloseren Videos. Also es war noch nicht mal so eins, wo ich komplett das Buch zerreiße oder so. Aber ja, der Kommentar war folgend, war irgendwie, also erstens wurde gesagt, ja, du hast ja nur den ersten Teil gelesen. Du kannst das gar nicht beurteilen. Ich finde das immer amüsant, weil da steht ja immer, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Obsidian Band 1 würde in der Rezension stehen. Es gibt keine Rezension von mir zu Obsidian, aber Obsidian Band 1 würde in der Rezension stehen. Und dann bekommt man einen Kommentar, wo drin steht, du kannst es gar nicht beurteilen, weil du hast ja nur Band 1 gelesen. Klar kann ich Band 1 beurteilen, wenn ich Band 1 gelesen habe. Was muss man denn noch lesen, um ein einzelnes Buch da? Ja, unter anderem stand in dem Kommentar, also, du hast es anscheinend nicht richtig gelesen, das Buch. Also, kann man ein Buch auch falsch lesen? Und der dritte Kommentar, der ist eigentlich mein Lieblingskommentar, denn der ist, du hast es offensichtlich nicht verstanden. Und manchmal okay, ne? Manchmal okay, aber nein. In dem Fall nein. Das ist genauso wie, du hast es falsch gelesen. Das gibt es einfach nicht. Es gibt auch kein, du hast das Buch falsch verstanden. Ich sage auch nicht zu Leuten, die eine positive Rezension drehen. Ich würde niemals unter so einem Video schreiben, du hast keine Ahnung, du hast das Buch nicht verstanden. Das ist für mich einfach so suspekt, weil ich rezensiere ein Buch und finde es schlecht. So, das hat erstmal nichts mit den Leuten zu tun, die dieses Buch gut finden. Gar nicht. Ich würde auch niemals bei jemandem, der Panem schlecht findet, hingehen und sagen, deine Meinung ist falsch. Also das ist für mich komplett abwegig und einfach... Man kann über den Umgangston sprechen und ich mit Sicherheit, ich habe Rezensionen gemacht, bei denen der Umgangston vielleicht hätte besser sein können. Es gibt diese Rezensionen. Gerade beispielsweise meine Obsidian-Rezension auf meinem Blog. Und das war damals auch
da ging ein Aufschrei quasi durch die Menge meiner Leser und auch anderer Leute. Ich habe das Gefühl, der Link wurde auch so ein bisschen geteilt und rumgeschickt. Und ja, diese Rezension, die habe ich mittlerweile auch runtergenommen. Und diese Rezension hat eben was ausgelöst, weil ich total viele Kommentare bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, du bist scheiße, wie kannst du sowas sagen? Und ja, in diese Richtung. Und ich habe Kommentare von Leuten bekommen, die gesagt haben, jo Amelie, endlich spricht Simon aus, yes, yes. Ja, also es war so dieses sehr polarisierende. Aber ja, ich wurde da übelst beschimpft auch. Und noch viel schlimmer war das bei meinem Shades of Grey Video, was mittlerweile auch nicht mehr existiert. Es tut mir sehr leid für euch alle, aber nee, ich habe es gelöscht. Ich habe es noch nicht mal auf privat gestellt. Das heißt, ich kann es mir gar nicht mehr angucken, was total traurig ist. Aber es ist auch schon ein bisschen länger her. Also heute würde ich wahrscheinlich drüber stehen können, aber die Kommentare da waren einfach verletzend. Also richtig, da wurde nicht mein Intellekt angegriffen oder so, sondern einfach meine komplette Persönlichkeit auf jede mögliche Weise. Und ich fand das wirklich erschreckend, weil im Jugendbuchbereich höre ich sowas nicht. Also klar, da sind öfters mal Leute, die sagen, ja, du bist einfach zu dumm, um das zu verstehen. Oder halt, ja, du hast keine Ahnung oder so. Aber so richtige krasse Beleidigungen höre ich da nie. Und dann rezensiere ich einmal Shades of Grey und wow, also das ging so unter die Gürtellinie alles. Das war nicht mehr feierlich. Nicht mehr feierlich. Und man muss sich überlegen, das ist einfach, ich habe niemanden angegriffen. Also ich habe keine einzige lebende, real existierende Person angegriffen. Das Einzige, was ich getan habe, ist Buchcharaktere anzugreifen. Und für mich ist es einfach sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie man so, ja, wie man so damit umgehen kann. Also wie kann man... woher kommt dieser Wut? Ich meine, klar, ich bin wütend, aber ich habe auch meine Zeit mit diesem Schrottbuch verschwendet. Und ich darf ja wohl jetzt darüber reden. Also ich finde auch, negative Rezensionen helfen immer. Manchmal lassen sie mich sogar das Buch lesen wollen. Manchmal natürlich nicht, aber das hilft mir auch weiter, wenn ich weiß, ich möchte das nicht lesen. Und bei meiner Obsidian-Rezension sind die Leute noch weitergegangen und haben ja so eine Art Blog erstellt, wo im Prinzip, ich glaube, da sollten mehrere Leute quasi runtergemacht werden. Aber der erste Post da war halt über mich und ich glaube, dieser Blog wurde halt wirklich erstellt, um über mich herzuziehen. Und da ging es halt auch um meine Obsidian-Rezension und wie scheiße ich doch bin und so. Ja, und dass ich, ja, wenn mein Buch dann irgendwann mal draußen ist, dann würde ich ja mein Fett wegkriegen und dann würde ich ja mal sehen, wie das ist, wenn man so eine Rezension bekommt. Ich habe den Blog einfach gemeldet, dann war der weg. Aber ja, aber wie gesagt, es gibt Rezensionen, da bin ich, habe ich mich im Ton vergriffen. Das ist allerdings auch mit einem Grund, warum zum Beispiel meine Obsidian-Rezension nicht mehr auf meinem Blog ist. Weil ich einfach mit der Zeit gemerkt habe, okay, es ist ein bisschen zu hart. Es ist halt so ein drüber lustig machen geworden und nicht eine tatsächliche Rezension. Und das ist so ein bisschen dieses Problem gewesen an der Sache, was ich heute sehe und warum ich es halt runtergenommen habe. Ich habe immer noch kritische Rezensionen, jede Menge, glaub mir, jede Menge. Aber halt keine, in der ich so richtig, ja, mich drüber lustig mache direkt. Ich hoffe jedenfalls, ich habe sie alle runtergenommen mittlerweile. Ja, bei YouTube muss ich sagen, dass das alles immer noch extremer ist. Also bei den Bloggern, da sind solche negativen Rezensionen anerkannt. Aber auf YouTube habe ich das Gefühl, gehört es so ein bisschen zum guten Ton, dass man Bücher nicht schlecht findet. Und das finde ich einfach total suspekt, weil jeder findet mein Buch schlecht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute sitzen und sagen, also was ich gelesen habe, das war alles gut. Ich habe noch nie ein schlechtes Buch gelesen. Und ich finde einfach, wenn man Bücher rezensiert, dann bitte auch alles. Das hilft mir auch nicht weiter, wenn da jemand sitzt und immer nur sagt, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wenn Leute sagen, das ist nicht gut, das hilft mir viel, viel mehr weiter. Weil wenn jemand sagt, das ist gut, dann heißt es noch lange nicht, dass ich das gut finde. Aber wenn jemand sagt, das ist schlecht, weil... dann vertraue ich da viel eher drauf, als ich auf eine positive Rezension vertrauen würde. Oder sagen wir mal, ich kann mit den Argumenten dann immer mehr anfangen. Weil das ist gut, weil ich mochte die Charaktere, ja, der Schreibstil war toll und es war voll spannend. Das sind halt so Argumente,
Ja, das ist total subjektiv. Wenn da aber jemand sitzt und sagt, boah, die Charaktere sind mir so auf den Keks gegangen, weil die haben das gemacht, das war richtig nervig. Das ist was, was konkreter ist, was auch nicht unbedingt immer was ist, was mich auch stören würde und auch nicht unbedingt immer ein Ausschlusskriterium, aber es ist einfach, in negativen Rezensionen werden die Leute konkreter. Ich finde auch einfach, es fällt einem viel leichter zu beschreiben, was einem an einem Buch nicht gefallen hat, als zu beschreiben, was man an einem Buch gemocht hat. Weil das bei mir zumindest so ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr könnt mir das gerne unten in den Kommentaren lassen. Aber bei mir ist das so, mir fällt es leichter, über negative Aspekte genau auszuformulieren. Also in Worte zu fassen. Bei positiven ist das schwieriger. Was ich aber im letzten Jahr so ein bisschen ja, für mich gemerkt habe, ist einfach, dass ich meinen Tonfall ein bisschen anpassen muss. Weil auch wenn ich diesen Zorn und diese Wut und diesen teilweise Hass nicht verstehen kann, dann kann ich zumindest so ein wenig die Enttäuschung verstehen, die dahinter steht. Oder teilweise, ich habe das Gefühl, die Leute fühlen sich teilweise verletzt durch meine Aussagen. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht mehr. Ich wollte nie jemanden verletzen mit irgendwas. Ich werde immer noch offen und ehrlich meine Meinung sagen. Und wenn ein Buch nur einen Stern in meinen Augen verdient hat, dann kriegt es auch nur einen Stern. Und dann erkläre ich auch, warum. Allerdings habe ich gemerkt für mich, dass dieses drüber lustig machen, warum auch immer, aber viele Leute haben dann offensichtlich das Gefühl, als würde ich mich über sie lustig machen, was ich niemals so gemeint habe und auch niemals so gesagt habe, aber offensichtlich ist das so. Was ich auch immer interessant finde, ist, dass meine negativen Rezensionen grundsätzlich immer richtig viele Daumen runter haben. Wobei es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, es ist eigentlich das normale Standard-Prozedere. Die Leute, die was mögen, drücken eher schon mal, also die das Buch mögen, was da zerrissen wird, die drücken eher schon mal auf Daumen runter, als die Leute, die ein Buch nicht mochten, was aber positiv bewertet wird, auf den Daumen runter drücken. Das ist irgendwie so, warum auch immer, weil es ist eine Meinung. Und da ist jemand, der nicht die Meinung teilt. Entweder man hält es so, man drückt immer Daumen runter, oder man hält es so, dass man eben immer Daumen hoch drückt. Was ich interessant finde, ist halt wirklich diese Wut, die da ist. Denn ich bin ja auch nicht wütend auf jemanden, der ein Buch positiv bewertet, was ich schlecht fand. Und glaub mir, es gibt davon so viele. Es gibt so viele Rezensionen, wo ich da am Ende der Rezension sitze und mir so denke, ich möchte weinen. Die Welt geht vor die Hunde. Aber ich würde niemals dann einen Daumen runter drücken, sondern ich würde mir sagen, Amelie, andere Meinung, andere Menschen akzeptieren und weitermachen. Und ich glaube einfach, dass es so ein bisschen in die andere Richtung einfach schwieriger zu sein scheint als in diese Richtung. Ich glaube, das ist was ich so 2015 so ein bisschen mitnehmen musste und für mich halt so auch mitgenommen habe. Und ich finde einfach, ich habe ein Recht darauf, auch meine Meinung zu sagen, wenn ich ein Buch nicht mag. Ja, wem das nicht gefällt, der kann mich immer noch deabonnieren. Da ist ein Button da unten. Und sich das einfach so sparen. Diesen Ärger über mich. wie ist das mit euch? Habt ihr schon mal Erfahrungen mit sowas gemacht? Ich weiß, dass einige andere auch schon solche Kommentare bekommen haben. Also mein Shades of Grey Video war wirklich... Ich war damals nicht an dem Punkt, dass ich das einfach so weggesteckt habe, sondern mich hat das echt, so ein bisschen mitgenommen. Also da beleidigt zu werden, aber gut. Wichtig ist in meinen Augen einfach, dass man auf BookTube immer ehrlich bleibt und ehrlich seine Meinung sagt, auch wenn man, auch wenn man das Gefühl hat, dass man mit seiner Meinung alleine steht. Meiner Erfahrung nach steht man gar nicht so alleine, wie man denkt. Als ich zum Beispiel meinen Silber 3 BookTok hochgeladen habe, war ich erstaunt darüber, wie viele Leute mir tatsächlich zugestimmt haben, weil ich das Gefühl hatte, alle fanden das Buch super. Ja, die vielen Daumen runter, die sagen mir natürlich, dass ich auch viele, dass viele auch nicht meiner Meinung waren. Aber das ist beispielsweise ein Video, in dem ich sehr sachlich geblieben bin und nicht irgendwie, ich habe mich da auch nicht drüber lustig gemacht oder sonst irgendwas. Und deshalb kann ich damit sehr gut leben, auch mit den Daumen runter. Ein paar Trolle gibt es immer.
Ich glaube auch einfach, dass es gerade dann wichtig ist, seine Meinung zu sagen, wenn man das Gefühl hat, man steht allein da. Wenn man trotzdem das Gefühl hat, man liegt richtig und man ist überzeugt von dem, was man denkt, dann finde ich, gerade dann ist es wichtig, auch seine Meinung zu sagen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Goodbye!